Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Eines von weiteren vielen. Ja, dann läuft natürlich weiterhin weiter, aber es ist Release Day und das neue Need for Speed ist raus. Herzlich willkommen zu einer privaten Version des Älteren. Zwar zu Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Und ich muss jetzt um einiges mal die Musik ein bisschen leiser drehen. Weil das könnte ja tatsächlich sonst sehr laut werden. Ja, EA hat wieder ein neues Teil rausgebracht, und zwar die Master-Version von Need for Speed, Hot Pursuit, also Cop vs. Racer. So wie ich das vermute, ich habe diesen Teil eigentlich so gut wie nicht gespielt. Ich habe ein bisschen Let's Play davon, ja, aber... Nu! Jo, geht weiter auf jeden Fall jetzt. So, einmal kurz die Daten. Natürlich haben wir das gelesen, ist klar. Bla bla bla. Fortfahren, weiter geht's. Oh, ich muss den Scheiß. Also den Scheiß liest ja sowieso keiner, ne? Jetzt komm. So, ich werde Crossplay deaktivieren. Willkommen zu Autolog, dem zentralen Element von Need for Speed Hot Pursuit. Autolog stellt deine Freunde in den Mittelpunkt des Spiels und ermöglicht dir, auf einfache Weise Kontakt aufzunehmen, dich mit ihnen zu vergleichen und gegen sie anzutreten. In Hot Pursuit Online kannst du mit bis zu 7 anderen Spielern Kontakt aufnehmen und gegen sie antreten. Dabei sammelst du Kopfgeld für deine Cop- oder Racer-Karriere. Starte nach Sequest County, um Kopfgeld zu sammeln und in Solo-Events deine Karriere entweder als Cop oder als Racer voranzutreiben. Die Autolog-Empfehlungen sind eine große Innovation, was den Wettbewerb in der Gemeinschaft angeht. Autolog empfiehlt dir Events anhand dessen, was deine Freunde gespielt haben. Um sofort loszulegen, steige gleich in die Karriere ein. Ja, das machen wir doch auch. So, wir haben einige Racer-Events vor uns und einige Cop-Events, zwar 78 Racer-Events, 63 Cop-Events, wenn ich es richtig gelesen habe. Ja. So, als erstes mache ich natürlich wie immer meine Musik ein bisschen leiser oder die Musik des Spiels ein bisschen leiser. Also ein bisschen im Hintergrund lasse ich es immer laufen. Mikrofon ein. Was ist das jetzt hier wieder für ein Mist? Okay, ich spiele eh in dem Set. Ich mach's mal aus. Ich habe auch keine Ahnung, was das hier ist. Das heißt, es wird auch. Das lasse ich mal an. So, Anzeigeeinstellung. Okay, jetzt können wir alles lassen. Gameplay-Einstellung vor allen Dingen mal. Untertitel lasse ich an, für den Fall, dass ich drüber quatschen muss. Ich werde es mit Controller spielen. Turbo-Helikopter, Nagelband. Okay, das ist ähnlich, so ein bisschen wie Rivals aufgebaut, glaube ich, so ein Mix. Wie gesagt, schauen wir einfach mal rein. Heute in die Karriere, wir werden jetzt ersten Event spielen. Ja, eigentlich wollte ich euch das tatsächlich schon um 12 Uhr bringen, das Spiel, aber dachte ich mir, okay, es war erst um 10 Uhr verfügbar. Ich war wirklich um 12 Uhr an der Playstation, da dachte ich mir, ah, jetzt kannst du spielen endlich. Und dann sagt er auf einmal noch 10 Stunden. Ja, Update runtergeladen, also First Day Patch runtergeladen und ja, jetzt geht's los. Deswegen kommt die Folge heute auch sehr spät erst und ab morgen dann um 12 Uhr täglich. Nicht wie früher, weil ich habe ja das Grid noch nebenbei und es würde dann, wenn Grid irgendwann durch ist und wie viel Speed noch dran ist, auf diesen Slot rutschen und danach geht's dann auch in Assetto Corsa weiter. So, das ist heute mal egal sein. Wir gehen rein auf jeden Fall in die Karriere und aber warte mal, erstmal die Fahrraddetails wollte ich mal kurz machen. Achso, die kann ich nicht. Okay. Ich dachte, ich könnte jetzt irgendwie mich selber erstellen oder sowas, aber das ist halt immer nicht der Fall sein. Ja, gehen wir auf jeden Fall mal rein in die Karriere und... Sequest County hat sich zum ultimativen Ort der Raserei entwickelt. Ein Spielplatz für die exotischsten Wagen und Fahrer der Welt. Dennoch gelten auch hier Gesetze. Die ständigen Wettrennen haben zur Bildung der schnellsten Polizeitruppe der Welt geführt. Der Geschwindigkeitskontrolleinheit von Sequest County. Das SCCD scheut keine Kosten. Greift hart durch. Du
Seacrest. Jeden Tag tauchen neue Fahrer und versuchen Seacrest County unter ihre Kontrolle zu bringen. Und das ist die Verfolgung der ultimativen Verkehrsjäger. So, okay, wir haben einige Sachen, die vor uns sind. Wir haben einmal das Boulder Desert mit für die Cops. Okay, da müssen wir diesmal nicht auswählen. Und wir haben noch ein Racer-Event, und zwar Grand Ocean Coast. Und da würde ich echt ein bisschen mehr Spaß haben an den Racer-Events, oder damit zumindest, sagen wir mal, anfangen will, machen wir das direkt auch als erstes. Also wir werden uns erst mal die Events angucken und dann schauen wir einfach mal, was die Zeit bringt. Los geht's. Es ist ein Interceptor, der auf jeden Fall als erstes ansteht. Die anderen sind da erstmal noch nicht zu... nicht offen. Deswegen gehen wir rein in den ersten Interceptor mit dem Chase 101. Aufgenommen, der schnellsten Geschwindigkeitskontrolleinheit der Welt. Du beginnst deine Karriere als Rang 1 Kadett mit begrenzten Zugriffsmöglichkeiten. An der Spitze der Geschwindigkeitskontrolleinheit stehen die Rang 20 Ultimate Enforcers, die Zugriff auf alle Fahrzeuge und Ressourcen für Verfolgungseinsätze haben. Deine Leistung im Einsatz wird bewertet und beeinflusst so deine Karriere im SCPD. Alle Aktionen werden überwacht und im System als Kopfgeld aufgezeichnet. Je mehr Kopfgeld du in einer aktiven Mission erhältst, desto schneller wirst du auf den nächsten Rang befördert. Mit jeder Beförderung erhältst du größere Befugnisse im SCPD. Das bedeutet Zugriff auf neue Fahrzeuge, Ausrüstung und Missionen. Die normale Vorgehensweise sieht vor, den Verdächtigen zum Anhalten zu bringen oder das Fahrzeug durch starke Beschädigungen auszuschalten. Als Interceptor bist du befugt, jede zur Verfügung stehende Maßnahme einzusetzen, um den Verdächtigen zu stoppen. Das Ziel besteht darin, den Verdächtigen in der kürzestmöglichen Zeit zu stellen und die Gefährdung der Bevölkerung von Seacrest County zu minimieren. Alle Interceptor-Einsatzfahrzeuge sind mit einem SCPD-Nitro-System ausgerüstet. Verwende das System, um deinem Fahrzeug einen kurzzeitigen Beschleunigungsschub zu verleihen, sodass du in der Lage bist, den Verdächtigen einzuholen oder ihn mit größerer Kraft zu rammen. Kann sich der Verdächtige zu weit absetzen, steht nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung, bevor der Einsatz abgebrochen wird. Bleib also nah dran und gib alles. Ja, wie gesagt, heute das kann... wirst du den Ford Crown Victoria fahren. Sobald du dich im Department entsprechend bewährst, wird dir die Einsatzleitung exotischere Ausrüstung zur Verfügung stellen. Viel Glück. Ja, genau, das wollte ich gerade anmerken. Das ist ein bisschen wie bei Rivals, oder bei Need for Speed Rivals. Ja, und gut, ich würde mal sagen, wir gucken uns das einfach mal an, wie das Ganze so ein bisschen wird. Hier stehen natürlich einige noch eine Beschreibung zu dem Auto selber. Aber, ja, Standard-Polizeiwagen, Ford Crown Victoria, ich denke, wenn wir hier ein bisschen schnell, relativ schnell aufsteigen, dann sollte das kein Problem sein. Ich weiß nicht, wie die Stärken sind, ob wir uns auf die ein bisschen auf leichter stellen können, ein bisschen reinzukommen in dieses Spiel, aber scheinbar ist das eine Stärke und, ja, gucken wir einfach mal. Es wird wahrscheinlich wieder so eine Hassliebe werden, wie ich das so oft habe bei Need for Speed, klar, aber wir gucken uns einfach, wie gesagt, die ersten Events erstmal an und ich denke, wir werden heute das Cop-Event angucken und dann das Racer-Event und dann gucken wir einfach mal, was die nächsten Folgen bringen. Gut, starten wir in Abenteuer in Seacrest County. So, wir haben nichts zur Verfügung an Waffen. Das heißt, wir müssen nur per Rammen das schaffen. Unter einer Minute, dann haben wir 6.000 Kopfgeld. Wenn wir schaffen, 2 Minuten 4.000 Kopfgeld und Anerkennung nur stellen, dann haben wir 2.000 Kopfgeld. Wir versuchen natürlich immer auf Gold zu fahren, aber es wird nicht immer möglich sein. Mal gucken, wie es läuft. Wir verfolgen ein Mazda RX-8 in südlicher Richtung auf der Three Points Road. Bestätige, Verdächtiger überschreitet alle Tempolimits. Benötige Unterstützung. Interceptor-Unterstützung genehmigt und auf dem Weg zu eurer Position. Verstanden, Zentrale. Interceptor-Einheit ist vor Ort und greift in Verfolgung ein. Ziehe mich zurück. Macht ihr weiter. So, auf geht's. Okay, mit X kannst du nicht verziehen. Weil das clever, vor allem mal zu den Rennen. Wir sahen das auch schon da. Das dürfte sogar Gold gewesen sein, weil wir, glaube ich, unter 2 Minuten waren. Ich glaube, das war ein paar Sekunden oder so. Es war irgendwie 20. Der Verdächtiger wurde festgenommen. Bringt ihn rein zur Vorsicht.
Zack. 30, 43. Unsere aktuelle Bestzeit. Na? 9000 Speedpoints. Neues Auto gibt's bei 10.000. Beförderung zum Kelle 2 bei 20.000. Okay, STPD-Bericht noch schnell. Wir haben ein neues Fahrzeug beschafft. Und zwar ein Subaru Impreza WRX STI als Polizeieinheit. Schönes Auto, definitiv. Also ist der alte, neue, okay. Ich dachte, das wäre jetzt der alte. Also 2010er. Es gibt, glaube ich, noch einen 99er oder so. Oder 95er. Gut, okay. Machen wir denn heute... Ich kann aber nicht heute nur einfach Cops machen. Ja doch, wir machen heute nur die Cops. So, Escape to the Beach. Wir gucken dann Hot den Hot Pursuit nochmal an, schnell. Und dann können wir uns den Subaru anschauen. Dann machen wir in der nächsten Folge die Racer. Ja, 3 Verhaftungen, 6.000 Kopfgeld, 2 Verhaftungen, 4.000 Kopfgeld und eine Verhaftung, 2.000 Kopfgeld, wie wir das auch bei Need for Speed Rivals auch hatten. Das haben wir, als wir ja durch Let's Play haben. Ja, gucken wir einfach mal. Also, Rennen müssen wir versuchen auszuschalten. Das ist die Aufgabe des Hot Pursuit. Interceptor ist ja ein Auto. Ja, und gucken wir einfach mal. Captain the Beach, 16 Kilometer, 15 Uhr haben wir jetzt mittlerweile. Die Frage ist, ob wir jetzt schon Waffen haben. Alle Einheiten, wir haben eine Notfallsituation auf dem Mission Beach. Scheinbar nicht. Kontakt! Ja, ich war aber mal kaputt. Und ich wurde mit einem Kontakt, mein Wagen ist beschädigt. Ich dachte, das kriegt der nur so gestoppt. Ja. Da liegt der immer noch der Typ. Jetzt nicht mehr. Nummer 2 auch gestoppt. Jetzt fängt noch der eine Porsche da vorne rum im Gebiet. Dann hätten wir das Ding auf Gold. Oder auch schon. Noch 1,2 Kilometer langer Zwischenkurs. Ich habe Kontakt. Ich habe Kontakt. Nein, wir sind gerade zu schocken, Kollegen. Ja, da bin ich schon mal nicht gekommen. Ich habe Das war der Randstoß. Das war übrigens eine Dodge auf jeden Fall. Betonung auf. War. Officer haben den Verdächtigen festgenommen. Die Sache ist vorbei. Auf Gold. 1,51 haben wir es auf jeden Fall hinbekommen. Die Frage ist, was kriegen wir jetzt dafür? Neuer Wagen bei 15.000, die haben wir schon mal. Na komm. 20.000, wir haben neun, sogar neuen Rang noch. Glückwunsch, Officer. Bitte Bericht. Ein neues Fahrzeug beschafft, das haben wir noch bekommen. Auf jeden Fall Mazda und zwar den RX-8 als Verkehrspolizei. Zwei neue Autos auf jeden Fall. Cool. Ach, die müssen wir noch kaufen, ne? Oder? Oder ist das der Wert nur?
Und wir haben nochmal ein neues Fahrzeug. Und diesmal ist es ein Ford. Auf jeden Fall. Konzept. Und noch ein neues Fahrzeug. Wir haben einiges. Nochmal ein Porsche dazu. Porsche Cayman S. Dazu. Ja. Und wie gesagt, wir sind tatsächlich dann auch aufgestiegen im Rang. Wir sind jetzt Kadett Nummer 2. Da steht hier schon das nächste Event an für uns. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt gleich mal kurz einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's mal an die ersten Racer-Events. Bis dahin und tschüss.